Please proceed to assigned landing bay. Der Trompeter und Bandleader Sean Gibbs mit dem Stück New Beginnings aus seinem neuen Album Confluence. 17 namhafte Musiker aus der britischen Jazzszene hat er dafür ins Studio holen können. Bezogen auf die künstlerische Weiterentwicklung des Jazz ist die Musik auf diesem Album sicher kein Neuanfang. Dazu ist Sean Gibbs zu sehr dem Mainstream verbunden. Aber er versteht es, seine Big Band zu einem ausgesprochenen Wohlklang zu bringen.
Solch einem heiter, melancholischen Wohlklang scheint auch der österreichische Trompeter Richard Koch auf seinem neuen Album Fluss zu folgen. Spätestens aber, wenn Michael Horneck, der Pianist seines Quartetts, im folgenden Stück zum Solo ansetzt, erhält der Wohlklang die ein oder andere Trübung.
Beeindruckend, wie der Trompeter Richard Koch bei diesem Thema allein durch seine Artikulation zum Geschichtenerzähler wird. Flowing Up war das, ein Stück aus dem neuen Album Fluss, das den beiden Alben Wald und Stadt folgt. Eine gewisse Spannung zwischen dem Urbanen und dem Ruralen kann man in seinen Kompositionen entdecken, aber ich glaube, dass man diese Titel des Österreichers, der in der Nähe von Berlin auf dem Land lebt, nicht allzu programmatisch nehmen sollte. Eine gewisse Gelassenheit und Ruhe, die man bei einem Spaziergang übers Land gewinnen kann, klingt im folgenden Album an: Finding Light. Jeff Danson, Kontrabass, Romain Pilon, Gitarre und Brian Blade, Schlagzeug, haben es aufgenommen. Zumindest Danson und Pilon sind vermutlich öfter in der Natur unterwegs, denn beide haben einen Hund. Und die haben sie als Inspiration für ihre Kompositionen genommen. Das Stück This Way Cookie des Gitarristen Romain Pilon etwa spielt auf seinen Hund an, der angeblich nie darauf hört, wenn sein Herrchen ihm sagt, wo es lang gehen soll.
Das Trio Jeff Danson, Romain Pilon und Brian Blade mit dem unglaublich entspannt groovenden This Way Cookie. Das Stück stammt aus dem mittlerweile zweiten Album des Trios Finding Light, das von einer Art intelligenter Heiterkeit durchzogen ist. Das trifft auch auf das Eröffnungsstück des Albums zu, Daily Jubilee of Dancing, Herbie D. Mit Herbie D ist der Zwergschnauzer des Bassisten Jeff Danson gemeint. Dieses Stück versteht er sozusagen als Einladung zum Herumtollen im Freien.
Daily Jubilee of Dancing, Herbie D. Ein zweites Stück aus dem Album Finding Light, das die drei Musiker Jeff Denson, Romain Pilon und Brian Blade vor einigen Wochen veröffentlicht haben. Nach diesen Impressionen aus dem Alltag mit Hunden wird es jetzt eine Nummer größer. Die erst 26 Jahre alte US-amerikanische Pianistin Connie Hahn hat sich für ihr neues Album durch die Mythen um die sumerische Göttin Inanna inspirieren lassen, unterstützt durch ihren langjährigen Mentor und Bassisten Bill Wisaski, hat sie vor kurzem ihr mittlerweile viertes Album veröffentlicht, Secrets of Inanna. Thank you.
Der Fusion-Jazz der 70er Jahre klingt in diesem Stück ein bisschen an die Band Return to Forever etwa des Pianisten Chick Corea. Und der zählt zu den Vorbildern der Pianistin Connie Hahn. Zu Zeiten dieser Musik war sie noch nicht einmal geboren. Ihr neues Album Secrets of Inanna beginnt mit dem gerade gehörten Stück ihres Bassisten Bill Wieseski, Prima Materia. Nach diesem atmosphärischen Einstieg setzt Connie Hahn mit ihren eigenen Kompositionen einen kraftvollen pianistischen Akzent, wie in dem Stück The Galoo Pursuit zum Beispiel. Virtuose, aus Los Angeles stammende Pianistin Connie Hahn mit ihrer eigenen Komposition The Galoo Pursuit. Im Trio mit dem Bassisten John Petitucci und dem Schlagzeuger Bill Wieseski. Ein ungeheuer kraftvolles Statement der jungen Musikerin, das an ein zweites ihrer Vorbilder denken lässt, McCoy Tyner, nach dem vorhin schon erwähnten Chick Corea. Auch wenn man die Bezüge zu ihren Vorbildern erkennt, hat Connie Hahn doch längst eine eigene Handschrift entwickelt. Der französisch-amerikanische Altsaxophonist Plume kommt aus derselben Generation wie Christian Scott zum Beispiel oder Ambrose Akin-Musery. Sie haben gemeinsam am Berklee College of Music in Boston studiert. Während sich Scott und Akin-Musery schon länger einen Namen als Bandleader gemacht haben, gilt Plume immer noch eher als Geheimtipp. Schon seit einigen Jahren lebt er in Paris und hat dort jetzt sein zweites Album veröffentlicht, Holding On.
Für die Aufnahmen hat Plüm unter anderem den Schlagzeuger Gregory Hutchinson gewinnen können, der durch seine Arbeit mit Roy Hargrove oder Joshua Redman bekannt ist. Plüm selbst spielt mit einer ungeheuer intensiven Präsenz, wie man etwa in seiner Komposition Revenge of the Mute Swan hören kann. Thank you.
Der französisch-amerikanische Altsaxophonist Plume mit seiner Komposition Revenge of the Mute Swan. Als Reverenz an eins seiner Vorbilder beginnt Plume sein neues Album Holding On mit John Coltranes Stück Naima. Thank you.
John Coltranes berühmtes Stück Naima, hier als Opener zum neuen Album des Saxophonisten Plüm. Für ein Stück bleibt bis zu den Nachrichten noch Zeit, und zwar für einen Ausschnitt aus dem neuen Album der Schweizer Harfenistin Julie Compiche. You Matter lebt von krassen Gegensätzen, den trockenen Schlägen ihrer Band, den offenen Akkorden der Harfe und den elektronischen Klängen, in deren Tiefe sich die Harfe gelegentlich verliert. Nach den Nachrichten geht es hier gleich in WDR 3 Open Diskurs um alte und neue Klänge und wie wir mit ihnen umgehen. Zuvor aber noch das Julie Compiche Quartett mit dem Stück The Others Share aus dem neuen Album You Matter. Mein Name ist Thomas Mau. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Welcome to the AESOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Launch.
WDR 3 Jazz. Götz Alsram begrüßt Sie herzlich zum geheimen Garten des Jazz. Mickey Sheen war ein gut beschäftigter und bestens beleumundeter Schlagzeuger. Eine Fachkraft, auf die man sich in jeder musikalischen Lage verlassen konnte. Einmal verspürte er den Drang, aus der Menge der Sidemen herauszutreten. Einmal wollte er Bandleader sein. Einmal erhielt er die Chance auf ein Album unter eigenem Namen. Er nutzte sie. Er stellte eine famose Band zusammen. Der legendäre Rudy Van Gelder, Lord Siegelbewahrer der Kunst, modernen Jazz aufzunehmen, stellte sein Studio zur Verfügung. Das Album Half Swing Will Travel von Mickey Sheen, His Drums and the Swing Travelers erschien 1956 und verschwand nahezu gleichzeitig spurlos in den Lagern der verantwortlichen Plattenfirma. Es ist somit ein sich selbst aufdringendes Prachtstück für den geheimen Garten des Jazz. Thank you.
Das war April in Portugal und da verhörten sie das Titelstück des Albums, um das es hier und heute geht, Half Swing, Will Travel. Mickey Sheen wurde 1927 als Milton Scheinblum in Brooklyn, New York, geboren. 1946 kam er als Soldat nach Europa. Er spielte sich seine Spuren in Swingbands für die Truppenbetreuung und begann nach seiner Rückkehr in die USA gemeinsam mit dem Pianisten Cy Coleman für das